Schauen Sie mal, so tanzt man auf den Philippinen. Und wenn Sie auch Lust haben zu verreisen, dann sind Sie hier auf der CMT in Stuttgart genau richtig. Wir entführen Sie in das zauberhafte Partnerland der Tourismusmesse in Südostasien. Wir gehen auf Expeditionstour in die Wüste und wir schweben durch ein Winterwunderland, das Tannheimer Tal. Und wir berichten über Neuheiten auf dem Campingmarkt. Denn hier in den 10 Messehallen in Stuttgart dreht sich natürlich ganz vieles um Freizeitfahrzeuge. Ganz nach dem Motto, wer weg will, der muss auch irgendwo hin. Naja, und wohin? Auf die CMT natürlich. Hui! Den Sand unter den Füßen spüren, Bergluft schnuppern oder sich von anderen Kulturen faszinieren lassen. Die Deutschen haben wieder Lust zu reisen und offenbar immer noch Nachholbedarf nach den Corona-Jahren. Und wo kann man sich besser informieren als auf der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit? Meinen Sie, hier auf der CMT gibt es viele Infos für den Urlaub mit dem Hund? Ja. Oder mit den Hunden? Ja, gibt es. Ich habe schon einiges gefunden. Und das ist der erste Urlaub Thailand. Der zweite geht nach in die Toskana für 2 Wochen. Dann gehen wir nach Kroatien, nach Krk. Und was haben wir noch vor? Nach Venedig gehen wir auch noch rum. Dann schauen wir mal, was sonst noch kommt. Das nächste große Ziel ist halt die Route 66. Wow. Mit der Harley. Ja. Wenn ich deine Sendungen, die du öfters mal moderierst, angucke, ich weiß gar nicht, in Deutschland gibt es natürlich auch tolle Plätze. Es ist noch völlig offen. Die CMT hat immer auch ein exotisches Partnerland. Dieses Jahr sorgen die Philippinen für Reiseträume. Was sind die Attraktionen der Philippinen? Es ist ihre Vielfalt mit über 7000 Inseln, eine unglaublich vielfältige Kultur und Natur, was viele Erlebnisse und Abenteuer bieten kann. Ein besonderer Ort ist das Fischerdorf Oslob. Dort kann man die seltenen Walhaie beobachten, sie füttern und mit ihnen schwimmen. Eine große Touristenattraktion. Haben Sie das selber schon gesehen? Ja, ich war schon dort gewesen. Mit meiner Tochter zusammen, die da im Wasser war. Und war also eine ganz tolle Aktion. Ja, kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Für manche fühlt sich eine Fernreise aber auch an wie eine Klimasünde. Guten Tag. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Super schick aus hier. Schön, Touristikexperte Professor Martin Lohmann hat sich mit dem Thema beschäftigt. Herr Lohmann, es gibt tatsächlich sowas wie Flugscham. Sie meint den inneren Konflikt, dass ich einerseits eine wunderbare Reise mache mit dem Flugzeug, mit einer hohen Klimabelastung, die ich eigentlich nicht in Kauf nehmen möchte. Das ist ein innerer Konflikt. Und darunter leiden oder diese Flugscham haben rund 50% der Flugreisenden bei ihren Urlaubsreisen. Deutschland ist da zum Glück immer noch Reiseziel Nummer 1 für die Bundesbürger. Okay. Du bist aber sehr vorsichtig damit. Ja, der weißt du, was das Geld kostet. Ist der teuer? Ja, das, was du aufhast, kostet 2000 Euro. Ist das wahr? Ja. Allerdings geht die Tendenz eher weg von Individualreisen hin zu Buchungen bei Reiseveranstaltern. Klar, mit diesen festen Paketen kann man natürlich viel Geld sparen, denn das größte Ärgernis, das sind derzeit die hohen Preise. Ja, mit so einem Dachzelt auf Safari, das wäre auch was Feines, ne? Aber wenn man wochenlang in der Wüste unterwegs sein will, ich glaube, dann reicht so ein Dachzelt nicht aus. Wir haben einen Ausbauer von Expeditionsfahrzeugen in Kuppenheim getroffen. Der macht sogar jeden Unimog wüstentauglich. Mit dem Unimog durch die Wüste. Auch jetzt gerade ist Michael Dennig aus dem badischen Kuppenheim wieder für 3 Monate in Mauretanien unterwegs. Eine Offroad-Tour an endlosen Dünen entlang. Wüstentauglich werden die Unimogs in dieser Kfz-Werkstatt gemacht. Atlas 4x4 heißt die Firma von Michael Dennig. Also wir sind insgesamt 5 Leute und wir bauen 2 Fahrzeuge pro Jahr, liefern wir aus. Wir haben im Moment 4 Fahrzeuge im Bau.
größer werden macht keinen Sinn, weil man kann sich nicht so extrem dann um die Kundschaft kümmern. Man kann keine neuen Innovationen mehr hervorbringen. Und für uns ist das lieber klein, aber fein. Zuvor arbeitete der Entwicklungsingenieur in der Nutzfahrzeugsparte von Mercedes, zu der bekanntlich auch der Unimog gehört. Die Franzosen geben ihre ganzen Feuerwehrfahrzeuge Waldbrandbekämpfer ab. Das ist jetzt ein Waldbrandbekämpfer von Baujahr 96. Die werden alle ausgemustert, was natürlich für uns gut ist. Aber es lohnt auch nicht jedes Auto kaufen. Das sollte schon im Zustand einigermaßen gut sein, damit sie es überhaupt rechnet, das neu aufzubauen. Ausrangiert sammelt er die Unimogs in ganz Europa. Auch diese Karosse soll für Globetrotter umgebaut werden. Also gerade speziell die OM366-Motoren, das sind unverwüstliche Motoren. Also der Motor, denke ich, der wird mich noch überleben in meinem Auto. Ein Expeditionsmobil für betuchte Aussteiger, die das Besondere suchen. Ab 300.000 Euro aufwärts. Das Instrument ist auf jeden Fall noch original, der Tacho schon nicht mehr. Der Drehzahlmesser ist noch original und der Rest ist eigentlich ziemlich modifiziert. Die Heizung ist noch original, aber alles andere ist eigentlich dem Reisen geschuldet. Dazu gehört der Reifendruckregler. Je nach Beschaffenheit des Untergrunds heißt es Luft rein oder Luft raus. Michael Dennigs langjährige Erfahrung fließt ein in die Praxistauglichkeit seiner Fahrzeuge. Hier auf Erprobungsfahrt zwischen Mauretanien und dem Senegal. Auch der Innenausbau profitiert von dem extremen Tourentest. Wenn man zum Beispiel in der Wüste eine Waschbrettpiste fährt über 1000 Kilometer, dann kann man keinen Standardmöbelbau machen, wie der Schreiner ihn für zu Hause fürs Wohnzimmer machen würde. Das hier ist jetzt ein Flight Case, kommt eigentlich aus dem Flugzeugbau. Das sind die Saftschubswägelchen, sage ich immer, aus dem Flugzeug. Die sind unheimlich leicht und sehr robust und stabil. Also man könnte, wenn ich jetzt mal den Schrank hier nehme, da kann ich richtig wackeln. Den würde ich jetzt in einem normalen Wohnmobil damit eigentlich rausreißen. Anfang Dezember ging es los Richtung Afrika. Hauptsaison für Sahara-Fans. Und sie bleiben dort noch bis März. Das eigene Reisemobil als Vorführfahrzeug. Michael Dennig setzt es gerne mit der Drohne in Szene. Wochenlang sind die Abenteurer unabhängig mit genügend Wasser und Lebensmitteln an Bord. Wir jetzt nach Mauretanien nehmen relativ viel mit. Man kann zwar in Spanien noch gute Sachen einkaufen, was wir auch machen werden, aber in Mauretanien selber, da kauft man nichts mehr ein. Da ist höchstens in der Hauptstadt noch eine relativ gute Versorgung, aber da, wo wir unterwegs sind, gibt es eigentlich gar nichts mehr. Der Reiz von solchen Reisen? Landschaften, die durchschnittliche Touristen nicht zu Gesicht bekommen. Und Rast- und Übernachtungsplätze, die zu den exklusivsten der Welt zählen. Das Campen ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. Wir sind gern in der Natur, wir sind gern in einsamen Gegenden und wir lieben vor allem in der Wüste das Reduzierte. Die Eindrücke, die auf einen wirken, die Ruhe, die Stille, den Sternenhimmel, einfach von dem Alltagsstress, von dem ständigen Trubel hier einfach entfernt sein, kein Internet, kein Telefon, nichts. Und dann nur für uns zu sein, Buch lesen, das ist unser Ding. Und dieses Fahrzeug brauchen wir halt dafür, weil wir natürlich mit anderen Fahrzeugen an die Gegenden gar nicht hinkommen, wo wir da hinwollen. Möglichst abseits der Piste durch die schönsten Gebiete Westafrikas. Der unverwüstliche Unimog macht's möglich. Michael Dennig ist ja schon seit November auf Tour mit seinem Unimog. Und wir haben jetzt hier extra für die CMT und extra für Sie eine kleine Videobotschaft von den Dennigs aus Mauretanien bekommen. Ein Hallo nach Deutschland. Wir sind gestern am späten Nachmittag von Marokko nach Mauretanien eingereist und dann noch ungefähr 60 Kilometer Richtung Süden bis hierher gefahren. Ja, und morgen fahren wir nach Nouakchott, um von dort aus die Rundreise durch Mauretanien zu starten. Vielen Dank euch beiden und weiterhin natürlich noch eine gute Reise. Hier auf der CMT gibt es jetzt auch geländegängige Wohnwagen. Eine von vielen Neuheiten auf der Messe. Und für sie gibt es jetzt unseren Überblick über den Reisemarkt auf vier Rädern.
7 von 10 Messehallen bieten auf der CMT in Stuttgart alles, was das Camperherz begehrt. Ob Abenteurer, Familienmenschen oder dauerhaft Reisende, hier gibt es für fast jedes Bedürfnis das passende Reisemobil. Immerhin bietet die Messe die Chance, sehr viele Camper vor Ort auf Raumgefühl, Funktion und Optik ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Die einen suchen noch ihr Traummobil, die anderen wollen sich vergrößern oder verkleinern. Das ist die reine Inspiration, das muss ich schon sagen. Und natürlich, es gibt so viel Zubehör, es gibt immer wieder was Neues. Man will sich immer wieder verbessern und vielleicht auch mal am eigenen Mobil noch was verändern oder neu haben. Und von dem her gibt es immer Anregungen. Da wird man schon wieder ganz fibrig. Hoffentlich kommt die Sonne mal raus, dass man wieder richtig loslegen kann. Bei den Wohnmobilen zieht dieses Jahr das Modell Joka von Detlefs die Blicke auf sich. Der Clou, made im Allgäu, die riesengroße Ladeklappe und auch die vordere Doppel-Eingangstür. Perfekt beispielsweise für Motorrad- und E-Bike-Fahrer. Kostenpunkt in dieser Ausführung rund 67.000 Euro. Man kommt rein und denkt, wow, hier hat man mal richtig Platz. Das Zweite war, okay, hier ist eigentlich auch nicht wirklich was drin. Ich denke mal, für jemanden, der es nicht ganz so bequem, gemütlich haben will, sondern mehr praktisch und eben den Platz liebt, für den ist es bestimmt interessant, kann ich mir gut vorstellen. Was ich jetzt spontan cool fand, da ist ein riesiger Schrank drin, Stauraum. Wichtig für die Frauen. Ja. Nicht nur für die Frauen, mehr Raum ist für alle wichtig. Multifunktionalität ist in, mehr denn je. Viele Funktionen unter einem Dach. Und dieses Dach ist nach oben ausdehnbar, wie bei diesen Modellen von Knaus. So passt man auch mit dem WOMO in die Tiefgarage. Noch ein Trend, Offroad und Allrad. Bei der Firma Rhön aus Bayern gibt es für stolze 229.000 Euro diesen Kastenwagen. Neben 190 PS, Luftfahrwerk und einem großen Batteriepaket wartet der Spectre mit einem sehr edlen Interieur auf. Die Inspiration war, was Gemütliches zu machen auch. Also klar, man kann es auch mit anderen Farben gemütlich machen. Wir wollten es eben ein bisschen dunkel, gedrungener halten, aber mit dem Holz dann auflockern und so ein bisschen auch so ein Höhlen- oder Hüttenfeeling hier reinbringen letzten Endes. Und ja, das sollte sich halt von der weißen Ware auch ja, definitiv abheben. Und so kam es dann halt zu diesem Mattschwarz und dem Eiche in der Kombi, was dann klar dunkel ist, aber ich denke mal trotzdem ganz angenehm. Es haben hier so einige Spielereien versteckt. Also ich stehe hier neben einem Auszug, der ganz spannend ist. Den würde ich dann auch mal zeigen. Wir haben hier so ein Apothekerauszug, wie man den kennt. Nur die Besonderheit ist halt, dass hier die Kaffeemaschine draufsteht. Und wenn ich hier drauf drücke, fährt die dann mit dem Auszug hier hoch, sodass ich die dann auf der Höhe von der Arbeitsfläche dann eben habe und kann dann da halt ja meine Kapseln reintun, habe unten Espressotassen dabei, die sind da magnetisch fest, dann klappert da auch nichts. Ein weiteres Highlight, die Hängematte auf der begehbaren Dachterrasse. Ausblicke garantiert. Bei den Wohnwagen heißt es leichter, kompakter und kompatibel. Der Knaus Yaseo kann deshalb sogar von einem Elektrofahrzeug gezogen werden, ohne dass es an Reichweite einbüßt. Und man kann die Sitzgruppe komplett zum Bett umbauen. Weiterhin stark gefragt die kompakten Campervans. Vom Retro-Camper bis hin zum Minicamper mit Toilette an Bord gibt es hier fast alles, auch auf engstem Raum. Für viele das Wichtigste, der Hund muss mit in den Urlaub. Viel Platz für die Vierbeiner bietet das Modell Feldschnute von Flow Camper. Ein Campingbus mit Raum für bis zu 3 Hunde und 2 Menschen. Ich finde das Konzept cool, weil man kann das halt umbauen, haben wir gehört. Von einem Hund zu 2 und man könnte den Platz eben auch anders nutzen. Das finde ich halt gerade gut. Und das ist es, das teuerste Reisemobil auf der Messe. 12 Meter voller Komfort und Luxus für etwa 1 Million Euro. Der Centurion von Concorde. Wer leistet sich eine solche Villa auf Rädern? Es sind nicht die Formel-1-Fahrer und sind auch seltenst die Schauspieler. Es sind klar Leute, die es sich leisten können, ne? Sonst würden sie es nicht kaufen. Aber es gibt nicht das klassische Klientel. Es sind in aller Regel Selbstständige.
oder Leute, die ihre Firma verkauft haben und sich jetzt die finanziellen Mittel geschaffen haben, um sich so ihren Traum zu erfüllen. Man möchte halt einen bestimmten Luxus und man möchte dann, wenn man in diese Klasse geht, dann auch irgendwo, ja, halt bequem, gemütlich, so wie zu Hause. Und das ist wohl einer der kleinsten Camper, der iWoody, ein Wohnanhänger fürs E-Bike. Erich Zeller aus Neckargmünd im Odenwald hat den 70 Kilogramm schweren Mini-Wohnwagen gebaut und liebt die Kombination aus Fahrradfahren und Campen. Das hat den Charme, dass ich dort halt wirklich überall übernachten kann. Ich kann zum einen überall hinfahren, wo ich mag, also wo ich auch mit dem Fahrrad hinkomme. Natürlich sind die Naturschutzgebiete ausgeschlossen, aber im Gegensatz zum Motorcamper kann ich natürlich wirklich an See fahren, im Wald, darf auch im Wald übernachten. Das ist einfach entspannt, wenn man sagt, okay, ich möchte allein oder maximum zu zweit irgendwo hingehen. Ich nehme nicht viel mit und ich brauche auch nicht viel. Der Mensch braucht viel weniger, als er denkt. Preis ca. 5.600 Euro. Wer möchte, kann den Fahrradwohnwagen ab 49 Euro am Tag mieten und im Odenwald ausprobieren. Bei so viel Angebot im Campingbereich hat man die Qual der Wahl. Vorausgesetzt, der Geldbeutel gibt es her. So, wir machen gleich weiter mit Camping. Allerdings ein bisschen extremer mit Wintercamping im Tannheimer Tal. Aber bevor wir uns diesen Tipp angucken, bin ich hier jetzt gerade am Tannheimer Stand. Ich habe einen ganz tollen Besucher gefunden. Du bist der? Bernd, ich bin der Ramon. Hallo. Hallo. Und das hier sind Daniela und Daniela. Ihr heißt wirklich so, oder? Genau, ja. Alles klar. Keine Lüge. Ihr habt mir gerade erzählt, dass hier manchmal so ein paar Schlaumeier bei euch am Stand unterwegs sind. Ja, stimmt. Ja. Manche kennen sich gut aus. Manche kennen sich besonders gut aus? Mhm, genau. Kennst du dich ja auch gut aus im Tannheimer Tal, Bernd? Nee, nicht besonders. Okay, wir machen mal einen kleinen Test, ja, oder? Ja, ja. Okay. Wenn Menschen auf Skiern beginnen, anzufangen, Ski zu fahren, wo machen sie das dann am besten? Am Schlampedatsch oder am Bichl? Am Schlampedatsch. Am Bichl. Pickel. Würdet ihr sagen? Ja, ist schon Puckel. Schlampetatsch. Schlampetatsch? Ja. Okay. Und wenn man den Bichl dann runterfährt, dann macht man das Aussi oder Ache? Ache. Runter. Das hast du jetzt geraten. Ja doch, das weiß ich. Das weißt du. Aussi. Aussi. Wieder falsch. Und wenn man sich dann ungeschickt anstellt, also Ohrschlings sich hinlegt beim Skifahren, ja, macht man das dann Potschat oder macht man das dann Wompat? Pompat. Das stand gar nicht zur Auswahl. Wompat heißt mit einer Wampe, einen dicken Bauch. Ja. Und Potschat ist ungeschickt. Ja. Ein Doppel. Ein Doppel. Genau, ein Doppel. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Pfirti und Ihnen auch viel Spaß im Tannheimer Tal. Winterwunderland Tannheimer Tal, ein Stück Tirol gleich an der Grenze zum Allgäu. Wegen seiner Schneesicherheit ist die 1100 Meter hochgelegene Region bei Wintersportlern beliebt. Mehrere Bergbahnen, wie hier am Füssener Jöchle, garantieren traumhafte Abfahrten. Und das Allerbeste, im Januar und März gibt's den Spaß. Umsonst. Also alle Gäste, die wo 3 Nächte oder länger bei uns logieren, egal ob Hotel, Ferienwohnung oder Campingplatz, bekommen dann von Montag bis Donnerstag einen gratis Skipass, wo die Skifahrer, aber auch die Winterwanderer mit den Bergbahnen in die Höhe fahren können. Das Angebot gilt auch für Wintercamper. Zentral im Tal liegt der Comfort Camp Grän. Viele Stammgäste verbringen hier die kalte Jahreszeit. Beim Schneeschippen wird's warm. Keine Frage, die Gegend ist attraktiv. Ins Tannheimer Tal, weil es ein Schneeloch ist, wie man sieht. Ist ein Höhental und kann man noch Glück mit Schnee haben. Im Wohnwagen oder Wohnmobil ist es natürlich heimelig warm. Dafür sorgen Strom- und Gasanschlüsse. Schneeschaufel habe ich vergessen. Aber ansonsten habe ich alles dabei. Ja, es sind ja winterfeste Camper, die neue da. Also man kann es gut aushalten hier auf dem Campingplatz. Bei vielen Stammgästen haben mehrere Generationen in Grän das Skifahren gelernt. Super, und wir haben Hallenbad noch mit dabei. Gell, war das schön, das Baden? Sollen wir noch mal baden gehen? Der Wellnessbereich für Campinggäste mit Panoramabad und Sauna kann sich sehen lassen.
Und man kommt seit dieser Saison nicht nur mit dem Auto ins Tannheimer Tal. Also die Idee zum Thema nachhaltige Anreise ist folgende. Wir bieten unseren Gästen an, wenn sie mit der Deutschen Bahn bis nach Ulm kommen, dass wir sie dort vor Ort abholen, ins Tannheimer Tal bis zur Unterkunft fahren und dann am darauffolgenden Samstag wieder zurück an den Bahnhof nach Ulm. Der Shuttlebus ab Ulm kostet übrigens keinen Cent. Ich finde das super. Also das ist eine gute Idee und es hat ja auch alles gut geklappt, sogar mit der Bahn. Und ich weiß nicht, wie ich sonst ins Hotel gekommen wäre ohne diese Möglichkeit. Wirklich. Also ich habe die Zugverbindung angeschaut und ich dachte mir nur so, vielleicht muss ich ja meine Sachen irgendwie im Karton doch zuschicken lassen oder so. Aber jetzt hat das wunderbar geklappt. Also es war richtig entspannt. Bin aus Hamburg direkt hierher, 8 Stunden. Jetzt hier nochmal eine frische Luft schnappen können und einen Kaffee geholt. Ja, und jetzt bin ich ready. Nach 2-stündiger Gratisfahrt Ankunft im Winterparadies. Wichtig, wer den Service nutzen möchte, muss sich vorher online anmelden und schon einen Aufenthalt im Tannheimer Tal gebucht haben. Besonders romantisch ist die Abendzeit auf dem Campingplatz in Grän. Dann wird es hier erst richtig gemütlich. Na dann herzlich willkommen hier am Komfortcamp Grän beim Wintercamping. Jetzt haben wir das Original. Es schneit, wir haben genau das Wetter, das wir brauchen. Deswegen sind wir da im Tannheimer Tal. Ich habe hier Skifahren gelernt, war später dann auch Skilehrerin hier. Mein Mann hat mir nachher auch hier den Heiratsantrag gemacht im Tal bei einer tollen Kutschfahrt. Und ja, jetzt meine Kinder sind auch jetzt hier groß geworden, fahren auch hier Ski. Und ja, wir sind immer noch hier und genießen es jeden Tag, wenn wir hier sein dürfen. Jetzt im Januar sind die Bedingungen für den Wintersport ideal. Aber es gibt noch mehr im Tannheimer Tal. Wenn der Nebel und der Schneefall nachlässt und wir die nächsten Tage schönes Wetter bekommen, werden die Ballone wieder steigen. Wir haben 3 Wochen Ballonfestival, noch bis zum 27. Januar und haben auch jeden Dienstag ein Ballonglühen am Abend. Und über 60 Ballonteams sind in diesen 3 Wochen bei uns im Tannheimer Tal. Und es ist jede Fahrt ein Erlebnis für sich, wenn die Ballone eben von oben aufs Tannheimer Tal sehen und die Gäste auch als Passagiere mit dabei sein können. Mal über den Skipisten schweben und die Bergwelt aus der Vogelschau genießen. Auch so geht Winterurlaub im Tannheimer Tal. Ja, Sie sehen, es liegt jede Menge Schnee im Tannheimer Tal. Und bei mir ist jetzt der Ski- und Schwarzwaldbotschafter Walter Strohmeier. Walter, wie ist es bei euch in Bernau? Also ich kam heute Morgen über das Eulamer Kreuz. Ein leichter Flaum ist unten auf 950 Meter in Bernau. Eulamer Kreuz liegt ca. 1200 Meter. Da wird schon richtig guter Schnee für die Loipe. Also super, man kann Skifahren. Weiter hoch auf dem Feldberg 30 cm. Ideale Schneebedingungen. Und du hast schon passend dazu deinen Skihäs jetzt dabei und an, gell? Ja, wie gesagt, manche kennen den Ski schon. Der Ski der Marke Feldberg. Der erste Ski Mitteleuropas, der zu Patent gebracht wurde. Ein Renner, der Mercedes unter den Skiern damals. Mein Großvater, der legendäre Skiköpfer, hat ihn entwickelt, weitergebaut und in Serie etwa 10.000 Mal zur Fertigung produziert. Bist du stolz drauf, gell? Sehr. Ja, Sie sehen, auch die Region und regionale Reisen spielen hier auf der CMT natürlich eine Riesenrolle. Der Schwarzwald, wie man ihn kennt. Es geht aber auch anders. Stylisch, modisch, trendy. Vorbild für diesen Sneaker, die berühmte Schwarzwälder Kirschtorte.
Wir haben in diesem Jahr ganz neu eine Kooperation mit einem Sportartikelhersteller, mit einem Bekannten. Und der hat 3 Schuhmodelle die Ikonen des Schwarzwalds gewidmet. Wir haben hier einmal das Modell für die Schwarzwälder Kirschtorte, wo eben die Schokolade, die Kirschen und die Sahne einfach in einem Schuh vereint und so eben das bekannte Kuchenstück aus dem Schwarzwald darstellen soll. Viele gute Ideen, dafür steht der Schwarzwald. In Villingen-Schwenningen wurde vor 100 Jahren das Tipkick-Spiel erfunden. Und vor 10 Jahren wurde der Nationalpark gegründet. Und in einem Jahr findet in Freudenstadt und Bayersbronn die Gartenschau statt. Das Neue wird sein, dass im Mobilitätskonzept vorgesehen ist, dass die Fahrradfahrer losgelöst von den Fußgängern sein werden und eine eigene Strecke durch den Wald haben. Wer nicht in die Ferne reisen will, sondern lieber daheim bleibt, der ist im Südwesten richtig. Ob Citytrips, Wandern auf Premiumwegen, Radeln an Frankreichs Grenze oder Camping am Bodensee. Auf der CMT findet man viele Angebote, um etwas in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu erleben. Und sich verwöhnen zu lassen. Schließlich sind sogar auf der Rauhnalb 9 Michelin-Sterne vergeben. Einer davon im Löwen in Königsbronn-Zang auf der Ostalb. Hier kocht die Familie Wiedmann, Vater Frank und Sohn Andreas. Sie zeigen den neuen Alp-Lifestyle. Gut essen, gut wohnen, gut wandern. Alles, was bei uns, ob das Räumlichkeiten sind, ob das Gästezimmer sind, ob das Essen ist, ob das Getränk ist, hat die Wurzeln bei uns und vor allem hat ein Bezug zu unserer Familie, zu unserer Region und zu unserem schönen Gasthaus. Man merkt, die Schwäbische Alb mausert sich. Weg von der kalten Heimat hin zum zeitgemäßen Premium-Auftritt. Dabei binden die Elbler geschickt ihre Tradition mit ein und behaupten, die Wiege der menschlichen Kultur stehe bei ihnen. Schließlich wurde hier der sogenannte Löwenmensch entdeckt. Rund 40.000 Jahre alt. Heute stehen wir für unsere kulturelle Vielfalt. Wir stehen für unser Inspiriertsein seit vielen Jahrtausenden, als in anderen Regionen das nackte Überleben bestimmt war, galt es bei uns schon, Kultur zu erfahren. Kommt das an beim Kunden? Welche Tipps gibt es für den Urlaub zu Hause im Südwesten? Am Bodensee Camping, ja, Radfahren. Viele Burgen, die man besichtigen kann. Also ich finde es sehr vielseitig. Ich würde die Pfalz tatsächlich empfehlen. Ja, also Wein, guter Wein und ja, kann man es gut aushalten bei uns. Also im Land, da würde ich empfehlen die Radwege. Die sind sehr interessant und es ist verhältnismäßig flach. Schon ein bisschen in den Hunsrück rein. Also es sind viele schöne Städtchen, Bad Kreuznach, was Rheinland-Pfalz ist, der Main. Die nahe Weihen, was es dafür gehen gibt. Also auch hier daheim zu bleiben. Man kennt vieles auf der Welt, aber einfach auch hier Urlaub zu machen. Wunderbar und schön. Rheinland-Pfalz ist auf der CMT mit etlichen Urlaubsregionen mit Angeboten zum Wandern, Klettern und Radfahren vertreten. Besonders in der Pfalz ist man stolz auf das große, zertifizierte Radwegenetz. Und mit der Pfalz-Card kann man auch etliche der Highlights am Wegesrand kostenlos ansteuern. Angefangen von Hambacher Schloss über die Burg Trifels, auch Sea Life in Speyer können Sie erleben. Auch viele verschiedene Weinprobe können Sie kostenlos wahrnehmen. Es gibt also ein großes Programm, auch kulturelle Geschichten wie verschiedenste Museen, Stadtführungen und Ähnliches können Sie bei uns kostenfrei mit unserer Gästekarte erleben. Viele lohnenswerte Ziele im Südwesten in diesem Jahr. Und vielleicht gibt es ja auch wieder ein echtes Sommermärchen. Im Sommer 2024. Das ist richtig was für mich. Campen geht nämlich mittlerweile auch mit dem Fahrrad. Super cool. Wie ist denn das bei euch? Was ist eure Lieblingsart, Urlaub zu machen? Und was ist euer liebstes Reiseziel? Schreibt uns das doch mal hier unten in die Kommentare rein. Und wenn ihr eine Sendung sehen wollt, in der ihr Urlaubstipps bekommt für ganz wenig Geld, schaut euch dieses Video an. Und wenn ihr keine Ausflugstipps im Südwesten mehr verpassen wollt, dann guckt euch einfach diese Treffpunkt-Playlist hier an. Und ganz wichtig, ein Abo dalassen. Gell? Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Urlaub machen und alles Liebe. Ciao.